Hallöchen, grüßt euch und Servus bei Part 18 von The Forest. Und wieder mit der extremst motivierten, genauso wie ich, weil einfach alles so wuppt, Binat. Hallo, Binat. Hallo, Strumpf. Ich wollte schon sagen, du klingst schon so richtig motiviert, wo das anfängt. Hallo, ja, die Biene ist auch da. Ja, so. Hallo, ist auch dabei. Voll, ey. Wir gucken jetzt, was Sprengstoffe und Molotow-Cocktails sind gegen die meisten Gegner effektiv. Ja, danke. Wir mit unserem Stöckchen da, ey. Also wie gesagt, wir haben ja schon am Ende vom letzten Part gesagt, wir werden jetzt die Base ein bisschen versuchen, besser zu machen, schöner zu machen, stabiler zu machen, wie auch immer. Und die Waffen zu verbessern. Waffen verbessern, geht. Rüstung vielleicht zu bauen. Wir werden jetzt nochmal schauen, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ja, das sagen wir schon seit ewigen Parts. So, irgendwas, Parts. Jetzt schaue ich mal eben das Buch, weil irgendwas hat er mir im Buch erzählt, dass wir jetzt irgendwas Neues hätten. Schau mal rein, ich mach mal einen Baum kaputt. Dann habe ich mal geguckt, Knochen, also eigentlich müsste es schon mit dem Verbrennen laut Google funktionieren. Also ich werde es jetzt nochmal testen mit den, aber anscheinend nur von den Kannibalen. Okay. Und wir haben ja, das waren ja keine Kannibalen. Baue Verteidigungsanlagen. Eigentlich haben wir das ja, baue dein Lager. Eigentlich haben wir das ja alles schon gemacht, aber es ist bei uns irgendwie nicht abge... Nicht abge... Ich bin infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Na, das läuft ja richtig gut. Meine Stärke ist auch nicht gerade... Ich habe keine Ahnung. Ich wurde die ganze Zeit gekillt. Aloe Vera haben wir noch nicht mal gefunden, ne? Weil sonst, also ich habe jetzt hier die Falle hier habe ich jetzt auch fertig gebaut. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, was sie macht, aber sie ist fertig. Das läuft hier. Brauche ich jetzt nicht. Oh, meine Schildis. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was deine Falle da so bringt oder auch nicht bringt. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich werde jetzt mal was verbrennen. Und schauen, ob ich daraus Knochen kriege. Kann ich das da reintun? Warte mal. Guck mal hier, ich kann Arm brennen. Ich tue jetzt mal einen Arm da rein. Und den lasse ich jetzt mal brennen. Und ich wollte gucken, seht ihr, der Strumpf hat einen Stock. Ich habe einen Stock, ja. Der, also man kann eine handgemochte Keule machen. Zwille. Wie ich halt jetzt echt darüber gehe und nach der Hasenfalle gucke. Warte mal kurz. So, warte mal. So, das ist ja das, was der Strumpf hat. Nein! Der Schaden ist super gering von dem verbesserten Stock. Also da ist die Axt immer noch effektiver vom Schaden. Willst du mich verarschen, echt? Bist du tot? Nee, aber es war schon wieder einer hinter mir. Ach so. Also hast du gehört, der Schaden von deinem Stock ist super gering. Ja. Also da hat die Axt mehr. Also nimm lieber die Axt. Okay. Der eine mit dem komischen Kopfdingens da am... diesen Schädel am Rücken da, diesen Stab im Schädel, weißt schon, der Typ da. Hi, coole Hosen hast du an. Ich schau jetzt auch mal ins Baumenü, das gibt's ja nicht. Unterkünfte, Hammer. Ich hab einen Knochen. Ich hab einen Knochen. Oh, und ich bin durstig. Strumpf, du stehst im Weg. Und. Was halte ich für ein Gerücht? Ich hab Hunger. Eigenes Fundament. Hast du was zum Dranhängen? Ach, guck mal, die könnte man nämlich auch dranhängen. Dann hieß es, wenn man die nämlich lange hinhängt, dann kommt da auch irgendein Knochen raus. Also hängen wir doch mal hier alle schön hin. Sieht sehr schön aus.
Ach, hier habe ich noch ein rohes kleines Fleisch. Und ganz schön windig heute wieder nur. Das stimmt. Also schau mal auf deine Werte, Strumpf, ne, dass du am Verhungern und am Verdursten bist, ach so, ne, während du deinen... Ja, Hunger und Durst habe ich, ja. So, und jetzt wollte ich ja mal meinen Speer verbessern, ob das viel bringt. Na, so nicht. So, ich habe keinen Hunger mehr. So, damit. Und wo ist jetzt mein Knochen? Hier. Ach, ich brauche 3 Knochen. Alles klar. Also, ich verbessere meinen Speer nicht. Warte mal, ich tue die Beine wieder einpacken. Und verbrenne die Beine mal. Sieht schön aus. Huch. Also sie kommen aus den normalen auch, weil ich glaube, das waren ja die Beine von der Lady. Und die Arme. Ihr habt nichts gehört. Diese Lady. Wow, wow, wow. Meine Falle ist schon kaputt. Ist jetzt einer tot? Welche Falle? Tatsache, der Große ist tot. Komm her. Was? Echt? Meine Falle hat einen getötet. Ja, den Großen. Also nicht den ganz großen, Mutti nicht, aber hier, Mutti war auch da? Was ist denn das hier eigentlich? Wo bist denn? Hier? Ah, da, schau, der liegt da, guck. Ach, guck mal, da hat ist noch getötet. So ein... Wo ist er denn? Was war ach, das? Das war eine Keule, wie du auch hast. Ich nehme mal, ich nehme den mit. So, ich habe den okay jetzt genommen, weil ich will den jetzt... Okay, aber die Falle war nicht schlecht. Kann man die wieder aufbauen? Ach, den... Nee, weißt du was? Das... Ja, wahrscheinlich, oder? Aber weißt du, was das Problem ist? Wie kriege ich den jetzt darüber? Gar nicht, ne? Weil wenn ich den jetzt, wenn ich ins Wasser gehe, lasse ich den ja fallen. Warte. So, Falle ist wieder aufgebaut. Die war nicht schlecht. Ja, da brauchen wir doch noch ein paar hier, hä? Ey, nicht Herr schlecht, Fallmeister. Das ist ja voll, was machst du denn jetzt? Warum lässt du weil ich kann, ich komme, ja, dann verliere ich ihn ja und dann ist er im Wasser. Deswegen muss ich ihn hier verbrennen. Oder ich mache das wieder doch lieber mit den Armen, weil das irgendwie mit diesen und Beinen, weil das ja irgendwie mit dem... Richtig. So, wir probieren das mal so. Das ist jetzt sehr makaber, ich weiß, aber das ist, dient zu unserem Schutz. Es ist nicht auf meinem Kanal makaber, weil ich bin natürlich gleich weitergegangen. Das ist nur bei mir. Aber ist ja nichts anderes gewöhnt von mir. Jetzt kann ich das, den Arm nicht mitnehmen. Strumpf, aber jetzt, du musst doch kommen. Aber jetzt, warte mal kurz, aber jetzt mal. Man hat noch gelacht mit meiner Falle, aber sollten da vielleicht 3, 4, 5 Dinger hinballern? Ja, habe ich doch gerade gemeint. Ach so, das meintest du damit. Ja, was soll ich machen? Bitte den Arm einpacken. Habe ich. Und den Torso können wir nicht, oder wie? Ja, aber das Problem ist, ich weiß halt nicht, weißt du, wie ich den... Weißt du, was lächerlich ist? Du hast nee, die Arme und Beine sind weg und wenn du den trägst, hat er wieder alles dran. Weil wenn ich jetzt ins Wasser gehe, verliere ich den ja. Wir brauchen vielleicht jetzt doch eine Tür, ne? Nee, eine Treppe. Eine Treppe? Warte mal kurz. Eine Treppe. Eine Trap. Aber die können ja doch wieder hin. Aber mit der Treppe können die doch auch rüberklettern. Die haben sie nur kaputt gemacht bis jetzt. Ob sie rüberkommen, wissen wir noch nicht. Aber da kannst du ja davor noch 5 Fallen bauen. Okay. So. Und ich baue noch einen Knochenständer hin, hier hinten hin. Jetzt wird's langsam, Leute. Jetzt, ich bin wieder top motiviert. Guck mal, wir können hier. Wo ist der Knochenständer? Wo sind die Ständer? Sag mal. So. Sag mal. Was denn? Die Treppe will ich da hin machen, aber. Nee, ich mach den hier oben hin. Ah, jetzt brauche ich Stöckerler. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken, was meine. Oh nein, man darf nicht zu lange weg. Sonst verbrennen die Knochen auch. Ach, das ist ja belastend.
Also, ich bleib bei hier stehen. In der Nähe. The lady. Ja, mach ruhig. Ich mach mal eine Treppe. Das ist ja belastend. Dieses Spiel, ne? Das gönnt einem keinen Erfolg, gar nichts. Nö. Warum auch? So. Ich traue mich jetzt auch gar nicht zu gucken, wie man eine Rüstung baut. Nicht, dass ich verpasse, meine Knochen mitzunehmen. Ah, sehr romantisch hier. Nee, will ich nicht. Ach nee, die wenn, dann wäre die ja eh im Inventar, ne? So. Habe ich irgendwo Lego-Anfälle? Hier. Nee, das ist nur eine Tarnrüstung mit dem Leguan. Also mit dem Leguan kannst du nur eine Tarnrüstung machen. Das wäre vielleicht für die Höhlen was. Ja. Ah, hier, meine Knochen. Und ein Schädel, den ich nicht mehr benutzen kann. Naja. Oh. So, habe ich jetzt 3 Knochen? Ja. So, jetzt bin ich ja nochmal gespannt. Also. So, also jetzt, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt aber. Jetzt haben wir es verstanden. Ab jetzt wird's easy. Ja, also jetzt lass mal gucken, wie hoch ist der Schaden. Ja, also der Schaden ist jetzt auf jeden Fall wesentlich höher. Aber ich kann mit dem nicht blockieren. Okay. Da ist der Schaden hoch. Du kannst mit der Keule auch gut blockieren, ne? Ich bin gerade bei der Treppe, Entschuldigung. Oh. Strumpf kann immer nicht, der kann nicht zuhören und irgendwas richtig, machen. Das ist richtig. Ja, ist zu viel. Das ist zu viel. So, Treppe ist fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns hilft, aber... Ah doch, die ist gut. Da kannst du gleich mal ein Torso rüberschleppen. Kriegst gleich eine Aufgabe. Den habe ich neben die Seite gelegt, außen. Ach da. Die Mutter kommt. Da bin ich. Was soll ich mit dem Torso machen? Zu mir bringen. Achso. In die Hütte. So, ich bin wieder. Aber ich kann nicht drauflegen. Warte mal, warte, ich muss noch meinen Knochen retten. Jetzt. Du musst da hingehen und geh, aber bitte nicht verbrennen. Ja, und, ja, okay, jetzt geh. Ist Feuer aus. Aber okay. Wie. Ach, geh. Geh? Das liegt da daneben, ne? Ja, aber vielleicht brennt er trotzdem mit. Jo. Solange die Hütte nicht abbrennt, das wäre schon. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so realistisch, dass die ganze Hütte abfackelt. Jetzt bleibe ich hier, weil du musst nämlich wirklich die Knochen dann relativ schnell einsammeln. Und wann? Ja, das siehst du dann. Das ist. Hast du noch Stöckchen? Ich habe da außen unter der Treppe bei unserem Floß ein Knochenhalter hingebaut. Aber ich habe keine Stöckchen gehabt. Ja, hier. Ich habe die Knochen gefallen. Also du musst wirklich relativ zackig. So. Weil dann kann ich dir da die Knochen reinpacken und dann kannst du dir auch einen Speer bauen, wenn du like. Ja. Ja, warte, ich mache jetzt gerade mal den... Oder das... Aber... Also Strumpf. Entschuldigung, was ist gemacht? Das? Was denn? Ey, du, da ist voll das Loch. Jetzt bin ich zwischen die Treppe gefallen. Und ja, aber da kann ich doch nichts dafür, wenn du da hinfällst. Da ist voll das Loch da oben.
Ja, da kann ich nichts ändern, man konnte es nicht anders ausrichten. Schuf, da kann ich aber nicht mehr raus. Kann man sich nicht befreien? Nein. Was soll ich das kaputt machen oder was? Ja, also, so geht es nicht. Mann. Ja, mach nicht die Treppe kaputt, genau, mach die Wand. Ich mach die Treppe kaputt. Entschuldigung. Nee, du machst die Wand kaputt. Die Wand ist kaputt. Oh, fuck. Ich hau eigentlich auf die Treppe. Nee, hau du mal drauf. Die Wand. Hau mal du drauf. Ach, Mann, ey. Ja, aber ich... Hey, weißt du, wie beschissen es ist, eine Treppe zu machen? Danke. Ja, was soll ich denn jetzt machen? So, wie können wir denn das? Können wir das wieder reparieren? I hate it. Oh, die Mutti ist da. Nein! Doch. Da oben. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Oh fuck, jetzt bin ich in meine eigene Falle reingelaufen. Ich wollte eigentlich Stöcke holen. Eigentlich wollte ich Stöcke holen. Ich hab Stöcke. Ach super, wenigstens etwas. Hey! Das hey, weißt du, wie beschissen das ist? Das war nicht so gemeint. Also das... Die Treppe, man kann das gar nicht richtig... das ist total bescheiden. Ja, aber komm on. Also, wenn du da gleich runterfällst, ist ja Mist. Ja, muss es halt wissen. Ja, Strumpf, du bist der Erste, der das dann auch wieder vergisst. Nö. Natürlich. Tu nicht so. Das Problem ist wirklich mit der Treppe, wenn du das... Du kannst es nicht drehen, du kannst deinen ersten Balken machen, aber du kannst da nicht weitermachen. Kann man irgendwie reparieren? Hallo, gibt's hier Spiel? Kannst du nicht einfach mal auch was erklären? Das wäre super. So, und jetzt dahin. Ja, dann dreht er das Ding. Gibt's einen Hammer, wo man irgendwie reparieren kann? Ein Reparaturkit? Ich bin immer noch krank. Vielleicht werde ich auch bald sterben. Dieses Bauen von der Treppe ist furchtbar. Er macht das nicht. Er macht das nur seitlich. Boah, furchtbar. Warte mal. Ich kann halt das hier ansetzen. Das geht nicht, ich kann es nur seitlich. Dann macht er das, der Vogel. Ja, vielleicht müssen wir jetzt hier diese seitlichen, diesen kaputten Dinger hier nochmal wegmachen. Weißt du? Weil das steht ja jetzt hier irgendwie kreuz und quer, oder? Oh, was ist denn das? Da ist Mutti und Paddy. Lauf in meine Falle, komm. Ich weiß nicht, ob meine Falle die auch erledigt. Das wäre schon geil. Komm mal her. Da, vielleicht Mutti und Paddy ist da. Ja, wo ist denn Paddy? Na, da hinter Mutti. Der Popoman ist da. Ach, der Popoman. Ja, der Mutti und Paddy ist da. Na, komm doch mal her, Popoman. Hier, da in die Falle rein. Komm her. Ey, Leute, ey, das macht mir Wahnsinn. Das ist jetzt hier. Das ist ja wieder hier. Entschuldigung, aber das ist ja wieder schief bis zum Gehtnimmer. Wo ist meine Treppe jetzt? Ja, ich weggemacht, weil die wieder schief war. Ja, aber du kannst die nicht gerade machen. Wenn du dich hier hinstellst und machst die Treppe, das geht nicht. Ja, deswegen machen wir das mal vielleicht weg. Vielleicht liegt es daran. Wir hatten die schon mal, bevor die halt kaputt gemacht wurde. Oh, jetzt ist es... Nee, oder? Sind jetzt die andere auch kaputt? Ey, ich flippe hier noch aus. Man kann das schon, glaube ich, irgendwie reparieren, aber wir haben, glaube ich, keinen Hammer oder was das ist. Bauen. Treppe. Ich kann es hier anfangen, warte. So, und jetzt will ich es hochziehen und jetzt... Ah, warte mal. Nee, hä? Ah, warte. Jetzt, warte. So, ist jetzt besser? Ja. Okay, jetzt brauchen wir wieder... Finde ich auch geil, jetzt haben wir die andere kaputt gemacht und... Ja, kriegst nichts zurück, ne? So lächerlich. Nein! Was ist? Da ist ein Baby! Fuck! Wo? Was? Alter, wo denn?
Am Boden, das hat mich angegriffen. Oh. Hörst du es nicht quietschen? Irgendwie quietscht es da irgendwo rum. Ich weiß jetzt aber nicht, wo das... Ich höre es nur. Wo ist denn das eklige Baby? Da, oder? Nee. Wo ist denn das? Oh, es ist anstrengend hier. Ach, da ist es. Wo? Am Stein, wo ich bin. So, ist tot. Entschuldigung, aber das muss jetzt nochmal sein. Tot! Das noch? Nee, das ist ein Leguan. Tot! Tot! So. Ja, kann ich nicht aufsammeln. Oh, ist da noch eins? Meine Neffe. Das ist da wieder so ein Stückchen Baum, was ich hier mache, ne? Oh, jetzt steht das Reh da. Fährt noch wahnsinnig. Komm mal zu mir her. Ich habe einen Baum gefällt, dass wir die vier Stöcke, weil die Baumstämme finde ich jetzt nicht mehr danach. So. Wird es jetzt auch noch nebelig? Jetzt hätten wir schon nicht genug anderen Zeugs. Boah, ist ganz schön dunkel jetzt. Mhm. Ich brauch noch. Da ist noch ein Baum. Nehmen wir den da. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich höre da schon gar nicht mehr hin. Da ist schon noch ein Baby irgendwo, oder? Kann sein. Oh, ja. Ich sehe das nicht. Ich auch nicht. Mach den Baum kaputt. Jetzt, Baum ist hier. Wir brauchen bloß noch die vier. Oh Gott, ich bin schon von da gestresst, ey. Drei, vier. Einer, zwei. Da ist es. Hast du? Scheiße, ja, da ist wieder das Baby, aber ich konnte ausweichen irgendwie. Kann man das nicht irgendwie auf eine Schnelltaste legen oder sowas, dass man mit eins durchwechseln kann? Okay, jetzt fällt man nicht mal runter. Sehr gut, Strumpf. Hast du sehr gut gemacht. Aber die Falle ist halt gefährlich, ne? Weil die Falle davor, ich bin nämlich vorher auch meine eigene Falle rein. So, dann können wir da aber wieder vielleicht ein bisschen Zaun drumrum machen, oder? Ich würde es halt gern irgendwie schützen, dass die nicht zur Treppe kommen, aber wie? Hast du gerade was getötet oder ist irgendwas hinter mir? Hinter dir ist nichts. Das quiekt so. Boah! Wieso ist jetzt die ganze... Ich hab nichts gemacht. Ich bin nur gesprungen. Da ist irgendwo was. Wo ist denn das? Das ist alles kaputt. Ja, aber wie, das Baby oder was? Da ist alles kaputt. Warte mal. Heißt es, das Baby macht alles kaputt? Ja, wo ist denn das? Ich sehe es gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Hier, also da ist er jetzt hier. Ist das innen? Und echt macht das jetzt von innen kaputt? Das ist nicht dein Ernst, ich oder? Ich dreh durch, ey. Gerade die Treppe hingebaut. Ich sag dir diese Treppe, ey. Das macht mich wahnsinnig. Ey, schau dir das mal an. Das ist hier alles irgendwie einfach. Ja, hier. Das ist Drecksbaby. Alter Finne. Entschuldigung, aber das kann ich nicht anders bezeichnen, weil schaut mal, wie es jetzt hier wieder aussieht. Was ist denn das hier für ein Hammer-Symbol? Wie ist das Baby da reingekommen? Ja, weiß ich nicht. Hat die Mutter über den Zaun geschmissen. Na klar, Wunder. Oh, meine Neffe. Jetzt ist mir kalt.
Ich weiß ja nicht. Kann man eigentlich aus meinem Rehfell-Echsenhaut? Outfit. Also aus dem. Kann man hier irgendwie eine Rüstung machen? Wahrscheinlich. Jetzt sehe ich halt meine ganzen Snacks. Na, vorher habe ich Hunger gehabt und jetzt. Ich habe Geld, ich habe Münzen. Ein Wärmeanzug, Sperrtasche. Batterie. Feder, Druckluftflasche. Ich habe noch einen rohen Arm. Ja, dann den können wir dann mal aufs Feuer verbrennen. Nee, den kannst du einfach so ins Inventar packen und dann wie wenn du Fleisch drauf tun kannst. Ja, habe ich gerade. Der ist gerade drauf, ja. Perfekt. Oh. Toll, also ich bin schon wieder, das ist schon wieder voll demotivierend jetzt. Ist ausgegangen. Wo ist denn jetzt der Arm hin? Der liegt noch drin. Okay. Das ist die ganze Seite da wieder im Arsch. Aber kann man das nicht reparieren? Ich will jetzt wissen, ob man das nicht reparieren kann. Das muss ich jetzt dann bis zum nächsten Mal googeln. Ich werde jetzt alles googeln, ey, das ist ja unfassbar. Kann es sein, dass der Arm irgendwie nicht mehr richtig drauf liegt, sondern als es ausgegangen ist, weggegangen ist? Jetzt zeigt er mir den Arm gar nicht mehr an. Ja, ich sehe ihn auch nicht mehr. Oh, Spielnerv. So, Knochensammler ist fertig. Ah, perfekt. Kann ich mal Knochen reinpacken. Dann kannst du, wenn du magst, deinen Speer aufwerten. Einen Speer bauen und ihn aufwerten. Du kannst zwar nicht mit ihm blocken, aber er macht gut Schaden. Aber jetzt warte mal, ich habe ja dieses komische verbesserte Stock. Mit dem kann ich nichts machen. Dann ja, schau dir mal den Schaden an. Der ist nicht... Nee, der ist nicht gut. Hast du einen Speer schon? Einen schwachen Speer, ja. Ja, dann pack den mal in die Mitte rein mit kombinieren und dann, wenn du drei Knochen hast, also die musst du dir halt erst jetzt im Inventar jetzt holen und zwei Stoff, dann kannst du den als verbesserter Speer machen. Und den können wir dann auch noch mit aufheizender Speer, da kannst du den wahrscheinlich dann zum brennenden Speer oder so machen und vergiften kann man ihn noch, da braucht man Bären. Okay. Mit dem kann man nicht blocken. Nee, wenn du drauf gehst, so, dann siehst du ja dieses Geschwindigkeitsschaden, aber blockieren geht nicht. Aber der hat halt relativ viel Geschwindigkeit und Schaden im Vergleich zu den anderen Waffen. Die Keule hat halt echt blockieren komplett und Schaden ist auch krass. Ja. Das mit dem Schädel und der Hand. Ja. Wieso habe ich denn jetzt wieder eine Hand im Inventar? Hast du ihn doch eingepackt? Der Stumpf. Leute, ey, der macht mir wahnsinnig. Oh. Das Spiel will mich doch echt. Kommst du nicht klar damit? Was ist denn jetzt? Das Feuer wieder aus. Ist doch nicht dein Ernst! Komm, wir schlafen jetzt erstmal. Das geht nämlich jetzt. Das war jetzt. Hast du wieder eingepackt, die Hand? Ja. So. Herr Schwung? Ich hab gespeichert. Ja, bitte, ich bin da. Okay. Ich hab was gespeichert. Das dauert ein bisschen. So, nu. Mein Pavillon ist auch noch nicht fertig. Magst du jetzt nochmal die Hand draufpacken? Ach so. Ja, natürlich. Das fällt doch eh wieder runter. Jetzt warte mal, ich pack noch mal ein bisschen. Jetzt brenne ich. Gott, lass mir noch mal durch. Das gibt's ja nicht. Das Spiel ist schon so schlimm, ja? Aber das ist noch Strumpf mit dabei. Ja, genau jetzt. Da, ich lege ihn drauf. Kümmer du dich Dankeschön. Drum. Dankeschön. Ja, mach ich jetzt auch. Bei mir geht immer das Feuer aus, dann fällt der Arm runter, also... Leute. Ja, Strumpf, wir müssen eh jetzt bald zum Ende kommen und dann werde ich mal googeln, ob man den Mist wieder reparieren kann.
mit irgendwas. Wo rennst denn du und wo springst denn du rum? Ich versuche ja die letzten Dinger, dass der Zaun, die, weißt du, diese riesen super Dingens da, unsere Zacken, das, die halten ja alles auf. Also nichts, meine ich. Ob wir jemals diese Treppe haben? Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob die Treppe wirklich die Rettung ist, weil die geht ja nie, also die ist ja immer kaputt. Also diese Treppe ist furchtbar. Und jetzt gewittert's auch noch. Hör mir doch auf, das Spiel ist doch... Ne. Also. Und vor allem, jetzt hattest du vorhin halt nur die Mutti und jetzt hast halt auch noch den Fadi, ne? Und ein Baby. Und ja, Baby, die Baby waren ja vorher schon von der Mutti. Aber Baby kommt rein, auch wenn es nicht reingeht, und macht von innen Sachen von außen kaputt. Das kannst du keinem erzählen. Das ist ganz... Nee, sorry. Also, Leute. Das ist nicht normal. Dieses Spiel ist schon traumhaft. Geh weg, Reh, ich will bauen. Ach so, warte mal, ich wollte eigentlich noch mein Fleisch. Ach Gott, das ist ja, das ist echt deprimierend. Ja. Das ist, ja. Also wissen Sie? Ist mein Fleisch jetzt überhaupt da drauf? Inventar ist nochmal. Ah, jetzt. Mit den Ästen kannst du auch keinem erzählen. Da liegen Äste am Boden. Nee, die will er nicht. Nee. Nur die, genormten Stöcke kannst du mitnehmen. Okay. Also, sind wir schon wieder? Also, Strumpf. Wir kommen mal zum Ende und ich werde dann mal googeln, ob wir das reparieren können. Weil ich habe jetzt keine Lust, das ehrlich gesagt wieder alles abzureißen. Diese Wand, die da alle querbeet hängt, vielleicht können wir die einfach wieder stabilisieren. Ja, verstehe ich. Warte, aber ich will nochmal speichern, weil ich habe es da draußen weitergebaut, weil wenn wir sonst unterbrechen, dann muss ich wieder alles bauen. Und es ist schlimmer als mit diesem komischen Arm. 26. So. Und dann können wir noch ein paar Fallen draußen hinbauen. Wir machen einfach alles voll Fallen. Komplett die ganze vordere Front. Ja, ich mache nur noch Fallen. Ich mache alles verfallt hier. Alles verfallt. Mit Fallen. Ach, Gottes Willen. Nee, also, aber es läuft. Wenigstens kommen wir hier ein bisschen voran. Auch wenn man es nicht sieht. Wir haben jetzt verbesserte Waffen. Richtig. Ja, richtig, also. richtig. Wir hatten wieder eine Treppe, die Betonlüktev hatte. Die war mal ganz kurz da. Die war ganz kurz da, die war richtig super. Ja, gut. Und dann beim nächsten Mal werden wir schauen, dass wir wieder eine Treppe machen. Ich schaue jetzt, dass wir das erstmal reparieren. Genau, das ist wichtig, genau. Und wenn ihr unbedingt, oder besser gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie wir etwas reparieren und es wahrscheinlich hinbekommen, nachdem wir es gegoogelt haben, dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschauen. Einschauen, nicht reinschauen, sondern einschauen. Ich bin fertig. Also das ist durch. Das war's. Nee, dann danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann hören und sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.